Meine Rabbas, jedes Mal, wenn ich euch deutschen Stahl präsentiere, seid ihr zahlreich am Start und es freut mich natürlich ungemein und dementsprechend will ich euch fast die Baumspitze des Tech Trees vorstellen bzw. zeigen, den Tier 9 Jagdtiger, gespielt von Carsten, 1955, spielt hier im Zug mit einem T30 auf der Karte Erlenberg. Ein Jagdtiger und ein T30, das wäre was im Krieg zusammen, naja, wohl eher nicht verbündet. Bin sehr gespannt, wie er hier performt, weil die Kanone von dem Ding, die ist schon sehr nice, das muss man ganz klar sagen. Wir schauen uns mal die Hard Facts an und die besagen 276 Durchschlag bei 560 Schaden und 352 Durchschlag mit 560 Schaden bei Premium. Ja, spannende Kanone, definitiv. Und er fahrt hier erwartungsgemäß auf die 1-2-Linie rüber, wo man gerne mit dem TD sich hinstellt. Da in dem Augenblick, wo der WZ-132 steht zum Beispiel, da ist ganz gerne so ein Spot. Und hier sein Zugpartner. Auch ein sehr guter Panzer. Wie man hier sieht, 750 Schaden bei 276 oder 750 bei 320 Schaden, 23 Durchschlag. Also hier die beiden, die können schon für richtig Rabatt sorgen. Jetzt müssen sie nur mal in Position kommen. Da kommt auch schon ein E5. Der Vorteil vom T30 ist natürlich der frei drehbare Turm. Der Jagdtiger selber hat einen starren. Übrigens, so einen Jagdtiger durfte ich in Bovington sehen und wirklich mal auch anfassen. Und der ist schon sehr beeindruckend. Also, wenn man diese Dimensionen dann mal wirklich live sieht, ja, schon sehr spannend. So, KV4 da hinten. Wenn er jetzt den Rüssel runterbekommt, dann kriegt er den gleich drauf. Ne, wohl doch nicht. Ganz wenig offen. Daneben geschossen, aber da war auch wirklich wenig Angriffsfläche. So, und jetzt fahrt er hier ein bisschen aggressiver raus. Gibt den T34 einen. Conway schießt mit HE. Der trifft und kommt durch. Der T34 wiederum, der nicht. Der Conway bleibt hier auf ihn drauf, weiterhin mit HE. Nicht doof, muss man sagen. Weil sonst würde er wohl hier nicht so leicht Schaden machen. Und lieber ein bisschen HE als gar keinen. So, jetzt hat er hier leider halt das Problem des fehlenden Gun Depression, die er hier nochmal deutlich mehr bräuchte. Gut ist allerdings, dass der Gegner keine Arti hat. Oh. Der E5. Hat sich hier gezeigt, hat aber dann gleich einen verpasst bekommen. So, jetzt kommt der R100 scheinbar. Der macht es ihm aber ganz schön leicht, bekommt gleich eine Doppelschelle von den beiden aus dem Zug. So. Also dafür, dass er hier, dafür, dass der Gegner hier schon hart am Gas spielt, halten sie sich da sehr, sehr gut. T30 macht da natürlich auch einen guten Job. Ah, der war ein bisschen Boden, aber schade, war schön gedacht. So, jetzt kommt der IS-3. Der ist spannend. Der dachte sich, die beiden, die sehen mich nicht. Ich bin unsichtbar. Hab meine Tarnmaske auf, aber natürlich nicht. So, der ST. Oder jetzt der R100. Und das schießt dann einfach mal so durch seine Kanone, in Anführungszeichen. Durch seinen Turm durch. In dem Augenblick hat er aber dann auch eine ordentliche eingesteckt bekommen vom E100. So, der T30 hat jetzt mal den E5 weggenommen. Jetzt ist da hinten doch der ST. Da prallt er aber ab, weil er einen sehr starken Turm eigentlich hat. Und jetzt muss er aufpassen, weil der T54 da hinten deutlich mehr für Stress sorgt als gewollt. Aber der hat sich jetzt zu stark auf den Jagdpanzer fixiert und dementsprechend konnte er ihn dann rausnehmen. So, der KV4 jetzt
Weiß nicht, ob er getroffen hat, aber auf jeden Fall war es eine aussichtsreiche Position. Der ST, den kriegt er leider nicht drauf. Der steht da noch hinter dem Hindernis. Ja, der KV4 hatte nicht mehr so viel. So, jetzt der T30. Da bekommt er schön den Hit raus. ST ist da sehr zurückhaltend. Aber jetzt ist mal der T34 da unten weg. Und jetzt... Schade. Den T30 hätte er eigentlich haben dürfen. Aber vielleicht kriegt er jetzt noch den Nachschuss. Und macht ihn damit weg. Sehr schön. Aktuell bei knapp 3900 Schaden. Jetzt auch die Frage, wo denn der Conway ist. Der hat ihn ja auch schon mehrmals genervt. Und da geht er auch schon auf, just in dem Augenblick. Und jetzt bekommt er mal... Oh, und einfach mal schnell 1200 Struktur weniger. Das ist schon einiges. Jetzt der Pershing, der bleibt da stehen. Den nimmt er natürlich auch. Ganz leichter, ganz entspannter Hit. Pershing bleibt weiterhin stehen. Und jetzt ist er raus. Und jetzt gibt es nur noch den Rheinmetall und den ST. Und da fahrt er erstmal weiter. Kriegt jetzt seinen seitlichen Turm. Und auch nochmal schön. Am Ende des Kampfes hat er 10 Gegner angeschossen. Und trotz viel Schaden... Aktuell 2 Kills. Jetzt nur noch der ST. Schauen wir mal, ob er da noch was rausbekommt. Und leider nicht. Damit ist die Runde und das Spiel für ihn beendet. Aber den KV hat er vorher auch nochmal für knapp 600 Schaden gehittet. Also von dem her 6119 Damage in Summe. Das ist, glaube ich, sehr beachtens- und lobenswert. Sie haben beide da im Zug sehr gut zusammengespielt und konnten viele Hitpoints dem Gegner entziehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich freue mich wie immer sehr. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.